Pornos können politisch sein, sie können provozieren und sie dürfen Spaß machen. Das Pornfilmfestival Wien will diese bunte Vielfalt des Pornos zeigen und mit eingetrockneten Vorurteilen aufräumen. Es gibt natürlich nicht nur den ganz klassischen, cheesy, konservativen Mainstream, es gibt auch sehr viele Alternativen. Es gibt feministischen Porno, queeren Porno, politischen Porno. Und ich glaube, für unser Festival ist es wichtig, dass wir genau das aufzeigen, dass es Alternativen gibt. Pornografie muss nichts Schmutziges sein, muss nichts mit Ausbeutung zu tun haben. In feministischer Pornografie steht die weibliche Lust und die Selbstermächtigung im Vordergrund. Das zeigt auch der Dokumentarfilm von Toni Karat, Narcissism, the Autoerotic Images, der schon beim Pornfilmfestival Berlin 2022 den Dokumentarfilmpreis erhalten hat. Wer darf eigentlich narzisstisch sein? Und wer nicht? Dieser weibliche, selbstverliebte Blick in den Spiegel ist ja auch durch Freud und Co. total negativ geprägt worden und vor allem pathologisiert werden. Also der nackte Körper im Spiegel, wenn Frauen sich da beobachtet haben oder so praktisch wie Narziss in der Sage darin versunken sind, in diesem Blick, dann hat es sofort eine narzisstische Störung, wurde denen dann halt auferlegt. Queer feministische Pornografie kann demnach eine Chance sein. Es hat ein wahnsinniges Potenzial für Empowering oder auch wie Lexi Dark im Film das sagt, sie hat zu sich überhaupt erst gefunden über die Exposition in Pornfilmen oder auch erotischer Fotografie. Der menschliche Körper und der selbstbestimmte sexuelle Ausdruck sind für sich oft schon ein gesellschaftspolitisches Ausrufezeichen. Das weiß auch Yavuz Kurtulmus, der heuer seinen ersten Kurzfilm Türkisch Kamm präsentiert. In der Türkei zu drehen war nicht einfach. Also die Situation da unten ist, da kommt man sehr schnell ins Gefängnis. Es beginnt bei 3 Jahren bis zu 10 Jahren Gefängnis. Und es haben sich sehr viele Menschen gemeldet. Ich habe über 50 Personen gehabt, die sich gemeldet haben, aber es ist dann immer weniger geworden, weil sie sich immer weniger getraut haben, Gesicht zu zeigen. Man hat in Europa ein bisschen ein Bild von türkischen Männern. Und ich glaube, das war die Idee dahinter, dass man wirklich wie diverse türkische Männer sind und nicht nur, was man so im Kopf hat. Bei den Filmen des Festivals geht es um Körperpositivität, den Kampf gegen Stereotype. Es geht um Sexualpolitik und dem kann man sich auch spielerisch nähern. Gnade uns der männliche Gott. Eine radikale Freisetzung von Queerness. Kontaminierungsalarm! Dafür sind solche Festivals auch da, dass man auch ins Gespräch kommt und sich austauschen kann und dass das Publikum mit was nach Hause gehen kann, was empowert und nicht, wo man sich dann schlecht fühlt, weil man vielleicht nicht so aussieht wie vom Schönheitsideal her in den Mainstream-Pornofilmen. Pornografie ist eigentlich nur ein Schlüssel, um über ganz viel reden zu können, was in einer Gesellschaft passiert. Porno sollte man genießen, aber alleine in der Runde, in der Gruppe oder whatever. Es ist nichts Schlimmes, man lernt sehr viel über sich selbst und über andere. Und genau darum geht es in der gesunden Auseinandersetzung mit Pornografie und Sexualität.